So, meine Lieben, ihr seht, ja, der Kopf hat wieder freie, was laber ich hier? Also, die Mummel ist abgedreht. 3-Tage-Bart ist auch wieder da. Ja, ich habe keinen Nassrasierer und ich mache das alles mit der Schammaschine, mit der Heckenschere, die ich beinahe gesagt habe. Ja, die letzten Tage waren echt anstrengend. Ja, und dazu noch die Wärme. Ja, ich bin sowieso ein bisschen anfällig dafür. Also nicht für die Wärme, sondern eher so für die Luftfeuchtigkeit. Und wenn es, wie gesagt, dann noch ein bisschen stressig wird oder ein bisschen Ärger irgendwo dazu kommt, dann... Ja. Dann habe ich da eben so das Problem, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Ich muss daran arbeiten, das weiß ich. Das war auch mit eins der Probleme. Oder ist eins mit der Probleme, die ich in Deutschland habe. Warum ich auch einige Probleme da gekriegt habe. Aber das nennt man Impulsivitätsstörung. Das geht hier eigentlich schon. Das geht hier wirklich, ne? Das geht hier sehr gut. Weil hier hat man nicht so viel Stress. Klar, der Anfang hier ist, ich würde nicht sagen leicht, aber es ist auch nicht so schwer. Das Problem ist nur, dass hier alle Tage etwas geändert wird. Wie gesagt, im Einwohnermeldeamt war erst in der Stadt. Dann haben sie es ausgelagert zum Hafen unten ins Rathaus. Da gab es dann halt auch die Probleme. Wie gesagt, leider durch meinen Pass oder beziehungsweise durch meine Passnummer. Selbst da kann ich keinen Vorwurf machen. Ne? Das ist... Oh, ihr seid ja doch noch da. Die konnten am Sonntag. Moment. Ja, liebe Leute, ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit einem Rückreisenden. Und zwar folgendes. Er hatte den Test, wie angekündigt, hier eigentlich auch 2 Tage vor Abflug gemacht. Ist dann zum Flughafen und dort haben sie ihn dann abgelehnt. Warum haben sie ihn abgelehnt? Eben wurde ja gesagt, man sollte die Tests so circa 24 Stunden vorher machen. 24 bis 48 Stunden. Das Problem ist, er lag bei 50 Stunden. Das heißt, der Test war 50 Stunden alt. Und schon hatte er das Problem, dass er nicht mehr mitreisen durfte. Das war eine große holländische Familie auch am Flughafen. Die hatte das gleiche Problem. Die waren eine halbe Stunde über diesen 48 Stunden. Selbst die haben sie nicht mitgenommen. Jetzt hatte der gute Mensch, mit dem ich mich hier gerade unterhalten habe, aber den Vorteil, er ist Deutschtürke und hatte hier noch Kontakte oder hat hier noch Kontakte und hat dann sofort jemanden angerufen, der ihn abgeholt hat. Hat ihn erstmal ins Aja Hotel gebracht. Er ist jetzt wieder hier in Meshud, wo ich auch bin, kostenlos. Der Reiseveranstalter kümmert sich um neue Rückflugtickets und alles kostenlos natürlich. Ja, denn auch die wussten wohl nicht, dass es so hart von den Regeln her hier läuft. Also im Endeffekt, seht zu, dass eure Tests wirklich nicht älter als 48 Stunden vor Abflug sind. Das heißt, wenn ihr in den Flieger reinsteigt und das Ding ist 48 Stunden und 10 Minuten alt, dürftet ihr Probleme kriegen. Das war leider gerade wirklich ein aktueller Fall. Deswegen möchte ich euch da auch berichten. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich berichte alles. Das Positive wie das Negative. Ja, er hat auch kein Geld mehr. Und mit seiner Kreditkarte konnte er am Flughafen zwar bezahlen, aber er konnte kein Geld abheben. Das heißt, er hätte sich noch nicht mal ein Taxi oder sowas leisten können. Deswegen hat er hier einen vom Strand angerufen, mit dem er sich gut angefreundet hat. Der hat ihn dann hier abgeholt, oder beziehungsweise vom Flughafen abgeholt. Erstmal ins Aja Hotel gebracht. Dort hat er dann auch die Rechnung für eine Nacht übernommen. Das Geld hat er natürlich alles wieder gekriegt, weil er hat das Geld dann vom Geldautomaten von mir, vom ATM abgeholt. Ja, das Meshud Hotel hat ihn kostenlos aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da der Reiseveranstalter, aber auf jeden Fall hat das Meshud Hotel gesagt, komm, kein Problem, ja, bleib noch so lange, wie du musst oder sonst was. Ne? Der Reiseveranstalter hat sich jetzt um die Rückflugtickets gekümmert. Morgen kann der gute Mensch dann zurückfliegen mit einem neuen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden halt sein darf. Über die Kosten hat er mir jetzt nichts gesagt, was das Ding kostet. Er war übrigens im Baschkent-Krankenhaus und dort war das Ergebnis nach 8 Stunden schon da. Also ich denke mal, 24 Stunden vor Abflug sollte dann dort reichen. Wenn man den Test macht. Das sollte jetzt einfach mal so eine kleine Info sein. Ich halte das für sehr wichtig, ja, auch mal live jetzt hier vor Ort erlebt zu haben, dass Reisende
mit einem Test älter als 48 Stunden nicht einsteigen dürfen. Jetzt habe ich natürlich auch nicht gefragt, welche Fluglinie. Normal ist ja eigentlich Sun Express oder Corendon, was hier im Moment so fliegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Turkish Airlines oder sowas war. Also es muss einer von den beiden gewesen sein. Er ist jetzt leider weg, er steht auch nicht mehr neben mir. Sonst hätte ich ihn jetzt nochmal gefragt. Aber bitte achtet auf die genau 48-Stunden-Frist. Okay Leute, das war's erstmal jetzt. Ich wollte eigentlich was komplett anderes erzählen. Aber ihr seht, manchmal kommt halt was dazwischen. Und dann habt ihr aktuelle Informationen. Gut, ihr Leute, dann erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. So. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, lasst doch gerne ein Abo da. Einen Daumen hoch, einen Daumen runter, einen netten Kommentar. Das macht ihr ja mittlerweile wirklich klasse. Wirklich, ich habe ja auch schon eine Liste gemacht, was ich euch hier demnächst noch zeigen will. Also ich mache mir hier so einen richtigen Arbeitsauftrag, um euch hier wirklich vor Ort live zu informieren. Zum Thema aktuelle Preise und. Also lasst euch überraschen, es kommt auf jeden Fall noch was. Ich werde mit euch noch, mal gucken wann, auf die Alanya-Burg hoch. Ich werde noch zum Dimchai mit euch. Ich werde mir noch so ein bisschen, ja, da oben vielleicht mal ein schönes Frühstück gönnen oder sowas. Ist von hier ca. 18, 20 Kilometer entfernt. Schauen wir mal, wie es da in die Richtung weitergeht. Leute, ey, nach dem Essen, wie gesagt, diese Funduplikatio war geil. Das Problem ist nur, das Rülpsen geht noch nicht so leicht. Ja. Dann tut es ein bisschen weh. Deswegen verziehe ich auch manchmal so die Schnute. Alles klar, Leute, ihr wisst erstmal Bescheid. Habt erstmal jetzt wieder aktuelle Infos. Und ja, zu Preisen konnte ich jetzt, wie gesagt, auch nicht sagen, zum Preis vom Test, weil ich da nicht gefragt habe. Gut, dann bis später. Bye, bye.